Wer bringt den ein? Frau Oberbürgermeister, ich habe die Sorge, wenn ich den jetzt einbringe, dann entziehen Sie mir das Wort, weil ich eigentlich zum eigentlichen Thema spreche. Den bringe ich nebenbei dann mit ein. Gut, also Sie bringen dann ein, wenn Sie mit dran sind. Mit der Rede. Gut. Dann gibt es einen interfraktionellen Änderungsantrag. Wer bringt den ein? Jeder zeigt auf jeden. Machen Sie auch erst, wenn Sie dran sind. Gut, ja, weil ja sonst immer gefordert wurde, dass man das zuerst machen darf. Ich passe mich den Änderungswünschen an. So, dann beginnen wir jetzt mit der FDP-Fraktion. Herr Zastrow, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, ob ich das bewundern soll oder ob es mich eher ängstigt. Wahrscheinlich doch dann Letzteres. Aber der Erfindungsreichtum, den die Dresdner Haushaltskoalition, also CDU, Grüne und SPD, an den Tag legen, wenn es darum geht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, der ist schon bemerkenswert. Ich wünschte mir manchmal die gleiche Kreativität, zum Beispiel bei der Beantwortung der Frage, wie Dresden eigentlich den Kurs einer soliden Haushaltspolitik hält und ob wir tatsächlich auf Dauer auch vor den Lasten, die sonst noch auf uns zukommen, uns diese großen Kulturprojekte in der jetzigen Art und Weise tatsächlich leisten können. Das, was Sie heute tun, ist ja der Beweis dafür, dass wir es eben nicht können. Aber es wird höchste Zeit, dass wir wieder zu einer Politik von Maß und Mitte in Dresden zurückkehren. Das hat immerhin diese Stadt so erfolgreich gemacht und das war Maßstab, zumindest derjenigen, die früher den Haushalt in Dresden mitbestimmt haben, meine Damen und Herren. Heute führen wir in Dresden eine Kurtaxe ein und anstatt einen der wichtigsten Arbeitgeber, den wir in Dresden haben, zu entlasten, der es dringend notwendig hat, dann dürfen wir nicht vergessen, wie viele der Tourismusbetriebe, gerade auch der Beherbergungsbetriebe nach dem Hochwasser nach wie vor noch leiden, belasten Sie die Tourismuswirtschaft mit einer neuen Abgabe, meine Damen und Herren. Das passt nicht in die Zeiten, das passt auch nicht zur Situation des Gastgewerbes in Dresden. Und das tun Sie in einer Situation, in der es noch nie so viel Geld im Stadtsäckel gegeben hat. Die Stadt Dresden freut sich über Rekordsteuereinnahmen. Noch nie gab es so viel, meine Damen und Herren. Und trotzdem fällt Ihnen nichts Besseres ein, als eine neue Abgabe einzuführen, meine Damen und Herren. Das ist ein politischer Offenbarungseid. Das ist Ihre Politik. Wir lehnen das ab als FDP. Ich frage mich auch, was eigentlich als Nächstes kommt. Und die Debatten und den Haushalt haben es ja schon gezeigt. Ich bin mir sehr sicher. Und darüber werden wir in den Kommunalwahlen zu sprechen haben, im Kommunalwahlkampf zu sprechen haben, dass es spätestens nach den Wahlen in Dresden zu einer Erhöhung der Grundsteuer kommt, zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer kommt. Die Grünen haben das ja schon gefordert. Oder auch der Grunderwerbssteuer. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht die Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge auf der Agenda steht. Wenn ich sehe, dass Sie heute eine Kurtaxe einführen, glaube ich daran, dass es nach den Wahlen eine neue Rallye, was neue Abgaben und Steuern gibt. Heute machen wir also Dresden, meine Damen und Herren, zur Kurstadt, zu einem Kurort, wie es meine Kollegen von den Jugendliberalen unten trefflich gezeigt haben. Hoffe ich doch, dass Sie auch konsequent sind und auf das Ortseingangsschild dann Bad Dresden draufschreiben. Sie greifen also auf eine Methode zurück, die man aus kleinen Kurorten kennt, Bad Elster, Bad Brambach, für die ist das fast die einzige Einnahmequelle. Die machen das, um ihre Kureinrichtung zu erhalten. Dafür wurde sie die Kurtaxe auch mal erfunden. Was sie heute tun, ist ein purer Missbrauch des Begriffes der Kurtaxe und dass der Chef des Sächsischen Heilbäderverbandes dort heute noch mal laut rebelliert hat und protestiert hat. Das kann ich gut nachvollziehen, meine Damen und Herren, weil Sie am Ende eine Diskussion führen, die den kleinen Orten am Ende ihre eigene einzige Möglichkeit, ihren Kurbetrieb aufrechtzuerhalten, wegnehmen. Sie schaffen dazu ein bürokratisches Monstrum, meine Damen und Herren, wie das der kleine Ferienwohnungsbesitzer, auch manches Hotel, am Ende bewältigen soll, bin ich ja mal gespannt, wenn dann wäschekörbeweise die Anträge zur Entscheidung bei der Stadt landen, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, auf so viel neue Bürokratie kommen kann, meine Damen und Herren, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und das alles, ohne dass ein Cent zusätzlich in unsere Tourismuswirtschaft, beispielsweise auch in das notwendige Tourismusmarketing, fließt, meine Damen und Herren. Schlechter kann man es nicht machen.
Es gibt einen interessanten Nebeneffekt, der im Übrigen auch die Entscheidung, die Sie für die Kulturgroßprojekte, ganz besonders für die Entscheidung, die Operette im Kraftwerk Mitte zu bauen, nochmal unter einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Denn ich fand es schon spannend zu sehen bei den Erhebungen, wie viele Touristen eigentlich die Operette nutzen. Jetzt kann man über die Erhebung gerne sagen, das stimmt so nicht. Das ist dann wieder interessant für all diejenigen, die klagen werden. Aber 1% Touristen als Nutzer der Staatsoperette, dann frage ich mich, warum wir dann eine so große Investition für diesen Bereich machen. Offensichtlich ist die überregionale Bedeutung dieses Hauses auch ein ganzes Stück herbeigeredet worden. Zumindest bisher wird es von Touristen nicht genutzt. Meine Damen und Herren, die Kurtaxe wird beklagt werden. Ich kann nur die Tourismuswirtschaft auch auffordern, das zu tun. Unsere moralische Unterstützung haben Sie auf jeden Fall. Die Kurtaxe ist falsch. Genauso falsch wäre eine Einführung einer Bettensteuer. Genauso falsch wäre eine Citytax. Genauso falsch wäre eine Fremdenverkehrsabgabe. Wir als FDP lehnen in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen politisch jede Form von Steuererhöhung und der Schaffung neuer Abgaben ab, meine Damen und Herren. Machen Sie es genauso. Dankeschön. Für die Bürger der Herr Hille, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, kein Zufall, dass wir hier nacheinander sprechen, im gleichen Duktus, alle beide. Ich will das jetzt nicht wiederholen, aber ich will hier an den Anfang stellen, die Bürgerfraktion wird diese Vorlage zur Einführung einer sogenannten Satzung für die Kurtaxe ablehnen, und zwar aus mehreren Gründen. Der erste und wichtigste Grund, das hat auch Herr Zastrow ja schon auf seine Art und Weise hier angesprochen, wann erhebt eine Kommune eine Abgabe? Doch erst in dem Moment, wenn sie mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, aus allgemeinem Steueraufkommen nicht mehr ausreicht oder nicht mehr meint, ausreichen zu können. Und dazwischen sind doch Differenzierungen zu machen. Das zweite entscheidet nämlich der Stadtrat. Und das sind die, die hier den Haushalt beschlossen haben und die damals der Meinung waren, es reicht uns nicht, was wir hier zur Verfügung haben, wir müssen hier noch zusätzliche Quellen einfach erschließen. Und jetzt sage ich einfach mal, natürlich gibt es die Situation, dass uns irgendwo etwas nicht reicht. Wir kommen dann drauf. Wir haben dann hier eine Vorlage auch noch mit zu beschließen, wo es um Mehrkosten von immerhin 4,4 Millionen Euro bei dieser Rathaussanierung geht. Diese 4,4 Millionen sind fast die 5 Millionen, die Sie hier mit dieser Kurtaxe einzunehmen hoffen. Und das ist der zweite und wichtigste Grund, warum wir es ablehnen. Wir sind nicht bereit, hier einer Satzung zuzustimmen, die von vornherein außerordentliche Rechtsunsicherheit aufweist. Und einen Testballon hier steigen zu lassen, um mal zu schauen, da holen wir uns doch mal jetzt von den Gerichten ein klares Statement dazu, ob wir hier dürfen oder nicht. Dazu ist mir die Sache hier zu wichtig und zu schade an dieser Stelle. Deswegen, es gibt an Gründen, den ersten, es gibt diese Rechtssicherheit nicht. Es ist völlig offen, ob wir überhaupt eine Abgabe als Kurtaxe in Dresden erheben dürfen. Der zweite Punkt, wir bieten denen, von denen wir diese Abgabe erheben, nicht einmal die ansonsten bei einer Kurtaxe übliche Gegenleistung, ist nicht vorgesehen. Wir belasten außerdem nur die Übernachtungsgäste, die Tagestouristen überhaupt nicht. Und wir schaffen uns damit einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, den wir aus unserer Sicht grundsätzlich nicht brauchen. Und der letzte Punkt, nochmal einfach, damit es hängen bleibt. Wir haben genügend Steuermittel. Ich sehe keinerlei Notwendigkeit. Ich möchte jeden von Ihnen sehen, der dem Bürger oder dem Touristen draußen erklärt, warum er ausgerechnet seine 1,30 Euro pro Übernachtung haben will. Danke. Für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Bimbekorn. Herr Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren. Zunächst ganz kurz zur soliden Haushaltspolitik. Ja, auch auf der Grundlage von gemeinsamen Werten und gemeinsamen Ansätzen mit der FDP haben wir seit 2006 keine Schulden mehr. Wir haben eine solide Haushaltspolitik wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Und wir haben sie auch mit dem Doppelhaushalt 13-14, den Sie nicht mitbeschlossen haben, unverändert fortgeführt. Ich darf noch daran erinnern, dass wir ausdrücklich aus Vorsorge im Doppelhaushalt beschlossen haben, die Hälfte der Mehreinnahmen zurückzulegen. Und bereits jetzt, da ist die Halbjahresrechnung 2013 noch nicht drin, bereits jetzt
haben wir 24 Millionen in die Rücklage legen können, aus dem Jahresabschluss 2012. Solide Haushaltspolitik hoch drei ist das, was wir hier betreiben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wieso brauchen wir dann dennoch das Geld von den Touristen? Und da muss ich nun ganz energisch dem Herrn Hille widersprechen. Es ist eben nicht so, dass erstmal alles als allgemein Steuermittel bezahlt wird und dann erst, wenn das Geld nicht reicht, wird an die Nutzer rangegangen. Es ist im Gegenteil, in ganz Deutschland, SPD, Grüne oder FDP oder CDU, es gibt einen generellen Grundsatz in ganz Deutschland, wenn man eine Leistung zur Verfügung steht, versucht man zunächst erstmal das Geld von dem, der die Leistung in Anspruch nimmt, zu nehmen. Wenn das nicht ausreicht, aus verschiedenen Gründen nicht geht, versucht man, wenn es eine gruppennützige Leistung ist, von dieser Gruppe speziell das zu erheben. Und erst dann, wenn da auch noch nicht ausreichend Mittel da sind oder wenn es die gesamte Bevölkerung mehr oder weniger Anspruch hat, erst dann werden Steuermittel eingesetzt. So ist die Systematik und danach richten wir uns auch. Wir haben in unserem Haushalt zweifellos viele Einnahmen. Wir haben aber eine unüberschaubare Fülle von Ausgaben in einer Höhe, wie wir sie bisher noch nie gehabt haben. Sie alle kennen die Probleme mit den Schulen. Ein Schulbauprogramm von fast 600 Millionen in 5 Jahren. Das hat wohl keine andere Stadt in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, in den großen Städten, aber ich glaube, in dieser Größenordnung hat es keine andere Stadt in Deutschland. Durch die Presse ging bei den Kindertagesstätten fehlt in Größenordnung Geld, um alles so auszustatten, wie es wirklich wünschenswert wäre. Dann, ich bin überzeugt, dass die FDP kommt, wenn es dann um die Planung des Sportstättenbetriebes geht. Dort fehlt in Größenordnung Geld, um die Sportanlagen so in Ordnung zu halten, wie es wünschenswert wäre. Auch dort können wir nicht alles von den Nutzern nehmen, wie es eigentlich dem System entsprach. Also, es ist kein Zeichen von Mangel, vom schlechten Wirtschaften, sondern es ist eine normale Sache, dass man versucht, den Leuten, denen Leistung zugutekommt, auch ein bisschen mit Geld abzunehmen zur Erbringung dieser Leistung. Dafür gibt es auch ein Gesetz, das Sächsische Kommunalabgabengesetz, und das schreibt ausdrücklich vor, oder das lässt ausdrücklich zu, dass von Kurorten, aber auch von Erholungsorten und von sonstigen Fremdenverkehrsordnungen Kurtaxe erhoben werden kann, wenn nämlich einfach die Wirtschaftsleistung durch den Tourismus nennenswert zur Gesamtleistung beitritt und demzufolge auch nennenswerte Aufwendungen für den Tourismus getätigt werden können. Das ist hier der Fall. Wir sind hier sehr moderat rangegangen. Sie sehen ja die ganzen Einrichtungen, die uns teuer zu stehen kommen. Hier sind Prozentsätze angesetzt worden und wir nehmen wenig von den Touristen, eine Kurtaxe von 1,30 Euro mit der Ausnahme aller Personen unter 18 Jahren ist ein sehr, sehr moderates Ansinnen. Wie das gemacht wird, wie das abgewickelt wird, weiß die Hotellerie in ganz Deutschland. Es gibt hunderte Orte, wo Kurtaxe erhoben wird. Noch nirgendwo ist ein Hotel an der Kurtaxe kaputt gegangen. Im Gegenteil, sie sind kaputt gegangen, wenn nicht genügend Gäste kommen, weil keine Leistungen angeboten werden können. Also wir halten es für eine angemessene und für eine gerechte Sache. Wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass die Stadt ja bereits in der Größenordnung von 2,5 Millionen für das Stadtmarketing ausgibt. Es ist ja nicht so, dass die Stadt da nichts tut. Und wir haben händeringend die Tourismuswirtschaft gebeten, dort ein wenig mehr beizutragen. Das ist uns aber kaum gelungen. Ich halte es für einen guten und für einen richtigen Ansatz. Ich will nicht verschweigen, dass es auch in der CDU dort Stimmen gibt, die das kritisch sehen, dass es auch in der CDU dort Auseinandersetzungen gegeben hat und Rumoren gegeben hat. Wir sind aber mehrheitlich wirklich zur Überzeugung gekommen, dass es ein vernünftiger, ein fairer, ein tragbarer Ansatz ist. Auch die, die von außen kommen und etwas von unseren Tourismusleistungen in Anspruch nehmen, von den Theatern in Anspruch nehmen, das wird bei der Staatsoperette übrigens ganz anders, wenn sie ein ordentliches Gebäude hat. Man kann die Touristen aus Hamburg oder Schleswig-Holstein dort nie nach Leuben schicken. Das wird anders. Also kurz und gut, ich denke, es ist eine gute Sache. Wir sollten das beschließen. Wir sind bereit, aus den Erfahrungen des ersten Jahres unsere Schlüsse zu ziehen. Kommen Sie bitte zum und zu Schluss. Beginn des nächsten Haushalts, auf der nächsten Haushaltsaufstellung, das Thema nochmal aufzurufen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass wir es ganz abschaffen, weil es einfach eine gute und sinnvolle Lösung ist. Danke. Für die Fraktion Linke, Herr Kiesling, bitte.
Sehr verehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, vorab zwei Bemerkungen. Erstens, Die Linke steht dazu, wir benötigen diese Einnahmen, und zwar nicht, weil wir den unsoliden Haushalt der Haushaltskoalition stützen wollen, sondern wir werden das im Verlauf des Tages heute hier noch erleben, weil wir an anderen Stellen die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt belasten. Wir reden ja heute noch über die Erhöhung der Eintrittspreise für die Museen zum Beispiel. Da wird niemand fragen, wird die FDP vermutlich zustimmen, da wird sie die Einnahmen gern erheben wollen. Und wir reden heute auch noch über die Wirtschaftsplanung des Sportstättenbetriebes, wo zumindest den Nutzerinnen und Nutzern, den Sportlerinnen und Sportlern mehr Ausgaben drohen. Wir brauchen also diese Einnahmen. So wie es verwerflich für jede Kommune ist, mögliche Einnahmen nicht zu erheben, die sie von Leuten nehmen kann, die am Ende statt eines Hotelübernachtungspreises von 60 dann vielleicht 61,30 Euro zahlen oder 61,80 Euro. Davon wird niemand wegbleiben. Zweitens, wir werden dieser Satzung dennoch nicht zustimmen. Heute. Wir werden ihr nicht zustimmen können, weil sie birgt erhebliche rechtliche Risiken. Wir werden heute den Versuch starten, diese rechtlichen Risiken etwas zurückzunehmen. Aber lassen Sie uns einen Blick kurz in die Vergangenheit werfen. Natürlich muss ein Gemeinwesen seine Ausgaben irgendwie refinanzieren. Und von wem bitte soll es sie sonst refinanzieren als von den Bürgerinnen und Bürgern? Dazu muss man die Kraft der Bürgerinnen und Bürger beachten, die Kraft der Wirtschaft beachten, den Mehrwert dort abschöpfen, wo er entsteht. Und es ist die Hotellobbypartei FDP gewesen, die die Tourismuswirtschaft entlastet hat zu Beginn der letzten Wahlperiode. Sie zahlt heute noch den Preis dafür, indem sie aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und die noch Regierungspartei im Land Sachsen, die FDP, wird diesen Preis ebenfalls bezahlen. Und es ist, Herr Zastrow, schon etwas eigenartig, wenn Sie hier als noch Regierungsvertreter stehen und über diese Kurtaxe schimpfen, gleichzeitig aber mit dem sächsischen Kommunalabgabengesetz überhaupt erst die Voraussetzung geschaffen haben, dass so eine eigenartige Form von Einnahme erhoben werden kann. Dresden braucht diese Einnahmen und es gibt drei Möglichkeiten, die Tourismuswirtschaft oder den Tourismus allgemein zu belasten. Das ist zum einen die Bettensteuer, das ist die rechtssicherste Variante. Das kann man tun, es ist eine Luxussteuer und sie setzt bei denjenigen an, die das Geld haben, hier in der Stadt zu übernachten und sagt, wer das Geld hat, in so einer schönen Stadt wie Dresden eine Nacht oder auch 10 Nächte zu schlafen, soll einfach einen Teil seines vielen Luxuses bitte schön abgeben und zwar nur einen sehr kleinen Teil. Die zweite Sache ist die Kurtaxe. Die Kurtaxe hat eine ganz andere Logik. Sie sagt nämlich, die Touristinnen und Touristen sollen einfach die für sie geschaffenen Einrichtungen mitfinanzieren. Die Möglichkeit, sie in Anspruch zu nehmen. Das ist die zweite Variante und es gibt noch eine dritte, die ist unter ferner liefen. Das wäre die einzig wirkliche Belastung der Tourismuswirtschaft. Das wäre die Fremdenverkehrsabgabe, wo man genau hätte sehen müssen, welche Betriebe haben welchen Vorteil vom Tourismus und dann anhand ihres Vorteils möglichst genau bemessen eine Abgabe zu erheben. Das letzte ist in einer Stadt so groß wie Dresden nicht möglich. Der erste Anlauf war die Bettensteuer und da hat die CDU gesagt, nein, eine Bettensteuer wollen wir nicht, um am Ende zuzulassen, dass uns heute eine Kurtaxe-Satzung vorgelegt wird. Nee, sie ist nicht rechtswidrig. Das sagen Sie, ich sage das nicht. Und da stehen wir halt Aussage gegen Aussage. Ich würde am Ende recht haben, aber Ihre Kurtaxe, die Sie heute vorgelegt haben, wenn die Bettensteuer rechtswidrig ist, dann ist auch diese Kurtaxe rechtswidrig, weil so wie Sie die Kurtaxe hier vorlegen, ist es de facto eine Bettensteuer. Es zahlt nämlich jedermann den gleichen Beitrag. Die Einnahmen gehen in den allgemeinen Haushalt. Das sind die Eigenschaften einer Steuer. Eine Finanzierung des allgemeinen Haushaltes, wo jedermann einen Beitrag dazu leistet. Und der einzige Ausweg, diese Kurtaxe etwas rechtssicherer zu machen, wenn Sie die Einnahmen, wie wir wirklich wollten, wenn Sie wirklich eine solide Haushaltspolitik betreiben würden, müssten Sie das tun, Herr Böhmekorn. Wenn Sie diese Satzung rechtssicher machen wollten, müssten Sie über die Gegenleistung reden. Und da will ich kurz zitieren, was die Verwaltung sagt. Sie sagt, solche Rabatte, das wäre eine Gegenleistung, sieht der vorliegende Satzungsentwurf nicht vor, und zwar einerseits mit Rücksicht darauf, dass sich ein Großteil der Gäste daran stören könnte, dass diese Vergünstigung dann nur in städtischen Einrichtungen, aber nicht in den vom Freistaat Sachsen betriebenen Einrichtungen gewährt werden würden. Ich sehe schon die empörten Demonstrationen der Touristinnen und Touristen vor den Landeseinrichtungen. Absurd. Zweitens, und andererseits zur Vermeidung eines mit der Ausgabe von Kurkarten verbundenen Verwaltungsmehraufwandes. Ein Verwaltungsmehraufwand. Das heißt, diejenigen, die die Kurtaxe erheben sollen, geben noch eine Karte über den Tresen und das ist ein großer Verwaltungsmehraufwand. Dann schreibt die Verwaltung, insofern besteht ein rechtliches Restrisiko, aus unserer Sicht ein erhebliches. Und wir denken, dass diese Vorlage zurücküberwiesen werden muss in die Verwaltung, zurückgegeben worden muss, mit der Bitte hier Gegenleistung zu entwerfen. Und zwar Gegenleistungen, die die Risiken minimieren,
die die Akzeptanz einer solchen Kurtaxe bei den Touristinnen und Touristen erhöhen und die im Übrigen auch noch zur Werbung beitragen und zu Mehreinnahmen, weil viele Menschen dann überhaupt erst erfahren, welche wunderbaren städtischen Museen es gibt und dorthin gehen würden, Menschen, die ansonsten diese Einrichtung vielleicht überhaupt nicht besuchen würden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war ein Antrag. So, ich rufe auf für die Fraktion Die Grünen. Frau Filosene, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich greife mal gleich auf, was Herr Kiesling gerade gesagt hat. Er hatte zum Teil recht, zum Teil nicht recht. Recht hat er damit, dass in der Tat, das ist nichts Neues, das habe ich an dieser Stelle schon öfter gesagt, eine sogenannte Bettensteuer, City-Tax oder wie sie auch immer genannt werden mag, mir lieber gewesen wäre. Zu dem Thema, ist sie rechtens oder ist sie nicht rechtens? Ich persönlich halte sie auch für rechtens. Dummerweise sieht es das SMI in Sachsen eben leider anders. Auch an dem komme im Moment auch ich nicht dran vorbei und meine Fraktion, vielleicht ändert sich ja nächstes Jahr im Herbst auch in Sachsen was und wir haben ein anderes Innenministerium und dann könnte man da nochmal drüber nachdenken. Im Moment ist es, wie es ist. Dass solche touristischen Abgaben, das geht jetzt Richtung Herrn Zastrow und Herrn Hille, irgendwie des Teufels wären die Touristen vergrault und also irgendwie nur einen negativen Beigeschmack hat, das kann ich auch nicht bestätigen. Auch das habe ich an dieser Stelle schon oft gesagt, mir fällt inzwischen eigentlich nahezu keine französische Stadt mehr ein, wo man nicht, wenn man ein Hotel bucht oder eine andere Unterkunft, einfach in Klammern stehen hat, nicht enthalten die City Tax von und dann steht da eine Summe. Übrigens auch eine, für die ich keine unmittelbaren Gegenleistungen habe. Mit den Gegenleistungen. Wir haben, glaube ich, an der Stelle, oder die Verwaltung hat da relativ moderat kalkuliert, nämlich die 1,30 Euro erscheinen mir sinnvoller zu sein, als wie etwa die Stadt Baden-Baden, die eben 3,20 Euro nimmt. Die nimmt ja übrigens auch Kurtaxe, wo dann die Gegenleistungen gegengerechnet werden müssen. Wir haben hier eine Rechnung aufgemacht, beziehungsweise die Verwaltung, und wir tragen das mit, dass wir sagen, diese 1,30 Euro sind angemessen und deswegen kann man zu denen auch stehen. Warum die Kurtaxe? Ich habe das eine schon gesagt, das SMI verbietet uns im Moment eine Alternative. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, die freiwilligen Beiträge der Branche. Wir haben ja damals den Stadtratsbeschluss extra so gefasst, dass es noch möglich gewesen wäre. Die sind nicht gekommen, das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen. Deswegen trat dann Punkt 2 ein oder 3, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, auf der damaligen Vorlage. Ich sehe auch, dass sich jetzt ganz kurz vor knapp die Branche tatsächlich bewegt hat. Die letzten Gespräche, die ich geführt habe, waren erstmals nicht so, dass man sich grundsätzlich einer solchen Abgabe widersetzt hätte, sondern sehr konkret Gespräche angeboten hat. Wir werden gleich, es wird der Kollege Lames von der SPD dann übernehmen, ja noch einen gemeinsamen Ergänzungsantrag einbringen, wo klar gemacht wird, dass wir diese Gespräche intensiv fortführen wollen und wo wir auch gemeinsam Wege suchen wollen, ich betone gemeinsam mit der Branche, wie wir das Stadtmarketing noch zusätzlich stärken können. Herr Zastrow, dass in Leuben draußen keine Touristen sind, kann eigentlich nur Sie wundern. Also das war ja immer ein Grund für alle, bis hin zur Oberbürgermeisterin zu sagen, die Operette, die ja erfolgreich ist, bisher eben durch Leute aus der Region, muss in die Innenstadt, damit sie eben noch mehr Leuchtkraft entfalten kann und eben auch ein touristischer Anziehungspunkt sein wird. Und das wird sie, wenn sie am Kraftwerk ist. Deswegen fließt auch an dieser Stelle das Geld, was wir jetzt aus der Kurtaxe einnehmen, wenn das in die Kultureinrichtungen der Stadt fließt und eben deren Leuchtkraft verstärkt, dann tun wir damit auch aktiv etwas
für den Tourismus. Und deswegen denke ich, es geht darum, ich greife das nochmal auf, jetzt mit der Branche dennoch im Gespräch zu bleiben. Da gab es jetzt sehr konstruktive Ansätze, zu überlegen, wie machen wir gemeinsam Dresden noch attraktiver. Das ist ja heute nicht irgendein Endpunkt. Und Herr Dr. Böhmekorn hat es schon gesagt, wir werden sicherlich nach einem Jahr erstmal auch evaluieren. Damen und Herren, ich muss schon mal daran erinnern, was der Ausgangspunkt des heutigen Beschlusses ist. Das war der Haushalt, und im Entwurf dieses Haushaltes ist vorgesehen gewesen, eine Grundsteuererhöhung, die hätte alle Dresdnerinnen und Dresdner betroffen. Das wäre eine zusätzliche Abgabe gewesen auf das Wohnen der Dresdnerinnen und Dresdner. Und wir haben beim Haushaltsbeschluss gesagt, es ist besser, eine Abgabe zu erheben auf das Übernachten der Gäste hier bei uns als eine zusätzliche Abgabe auf das Wohnen der Dresdnerinnen und Dresdner. Und deshalb beschließen wir heute eine Kurtaxe. Die SPD hat diesen Weg als erstes hier im Stadtrat vorgeschlagen. Wir haben vorgeschlagen, eine Bettensteuer zu erheben. Sie erinnern sich daran. Letztlich entwickelt sich das heute aus diesem Vorschlag. Das ist ein anderes rechtliches Instrument, aber man muss klar sagen, es spielt finanziell im Wesentlichen die gleiche Melodie. Und es ist sinnvoll, das jetzt einzuführen. Wir haben das getan, nicht aus Lust am Geld einkassieren, sondern aus Verantwortung gegenüber der Stadt. Und wir halten jetzt an diesem Wege fest, am Ende des Jahres, zu dessen Beginn wir den Haushalt beschlossen haben, auch als Zeichen der Verlässlichkeit, dass das heute noch steht, was wir seinerzeit vereinbart haben miteinander. Rechtliche Bedenken sind geäußert worden. Richtig, die bestehen, ohne Zweifel. Aber sie bestehen gegen jedes dieser Instrumente, das wir hier heranziehen könnten. Das liegt auch an der Fassung des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes. Und dieses zu klären, da bleibt es nur, den einen Weg zu gehen. Die Alternative wäre die Blockade, und die wollen wir auf keinen Fall. Das Oberverwaltungsgericht wird so oder so klären, woran wir sind, und darauf müssen wir dann reagieren. Wir haben auch von grundsätzlicher Ablehnung gehört heute. Das ist natürlich schön, wenn man sagt, wir wollen keine zusätzlichen Abgaben. Aber ich muss sagen, wer das sagt, der bleibt eben auch die Antworten schuldig, wie die Aufgaben erfüllt werden sollen. Der bleibt die Antwort darauf schuldig, wie Operette und Theater Junge Generation eine Zukunft bekommen sollen. Der bleibt die Antwort auf die Zukunft des Kulturpalastes schuldig, auf die Sanierung der Schulen, auf Kindertagesstätten und auf Straßen und sonstige Infrastruktur, was vor uns liegt. Von der Kulturförderung ganz abgesehen, die wir auch beantworten müssen. Wer das alles immer nur Nein sagt und ansonsten kräftig verspricht, der verspricht halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite liefert er nicht. Und das ist das Problem, und deswegen fliegt man dann aus Parlamenten. Das ist so, und zwar völlig zu Recht. Aber eins ist richtig, ausgerechnet diejenigen, die seinerzeit gesagt haben, das ist ein ganz unsolider Haushalt, oh, das ist ganz schrecklich, Katastrophe droht. Genau diejenigen, die sagen heute, ihr braucht das ja gar nicht. Wir haben ja so viel Geld. Ganz erstaunliche Wandlung, die wir haben. Aber eins ist richtig, wir handeln im Moment ohne dringende Not. Das ist so, wir haben keine dringende Not, aber wir handeln vorausschauend. Und das ist das Entscheidende. Keiner von uns weiß, wie sich die Steuereinnahmen weiterentwickeln werden. Und es ist sinnvoll, in dieser Form eine Handbreit Wasser zusätzlich unter den Kiel zu bekommen. Zum Ergänzungsantrag, den wir einreichen. Das knüpft an eine Beschlussfassung, die wir im Haushalt schon gemacht haben. Im Haushalt stehen für die Förderung der Tourismuswirtschaft, für das Tourismusmarketing zusätzlich 500.000 Euro pro Jahr bereit. Das ist im Doppelhaushalt 1 Million. Das fließt zurzeit nicht ab,
weil der freiwillige Beitrag der Tourismuswirtschaft nicht gekommen ist, so wie wir es an sich vorhatten. Und wir wollen jetzt, dass, wenn die Einnahmen aus der Kurtaxe kommen, wir auf der anderen Seite auch auf die Tourismuswirtschaft wieder zugehen und mit ihr gemeinsam darüber reden, inwieweit es möglich ist, hier zusätzliches Engagement zu zeigen. Diese politische Bereitschaft wollen wir in dem ergänzenden Beschluss zum Ausdruck bringen und bitten Sie auch insofern um Zustimmung. Die Kurtaxe jetzt einzuführen, ist eine weit vorausschauende Entscheidung. Sie ist richtig für eine solide Entwicklung unserer Stadt. Bitte stimmen Sie zu. So, das war die erste Runde. Jetzt kommt Herr Green dran. Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, lange Zeit war ich ja auch ein Befürworter dieser Idee, denn dass man Touristen, die mit einer 2.000 Euro teuren Kamera vor dem Bauch durch Dresden schlendern, 1,30 Kurtaxe abnehmen kann, das ist sicherlich nicht problematisch. Die Bedenken gingen vor allen Dingen in die Richtung, dass die fleißigen deutschen Bauarbeiter dann auch Kurtaxe zahlen müssen oder sie müssen eine Unmenge Bürokratieaufwand machen. Denn schauen wir uns doch mal an, was Sie hier aufgeschrieben haben. Das funktioniert praktisch sicherlich für gutgehende, teure Hotels, die professionell geführt werden und auch für einfachere Hotels. Aber es funktioniert natürlich nicht für irgendwelche zweifelhaften Unterkünfte, in denen Figuren dann unterkommen, die hier teilweise noch legale oder teilweise auch Schwarzarbeit leisten und den Bauarbeitern noch die Arbeit wegnehmen und vor allen Dingen auch die Qualität drücken. Das sind also die Bedenken, dass es gegen die Bauarbeiter geht, die nicht wenig hier sind. Und vergessen wir doch mal eins nicht, wo eigentlich die Idee herkam. Eigentlich sollte doch das, was wir hier vorlegen, was wir heute nun notgedrungenerweise jetzt behandeln, doch nur eine Drohkulisse sein, damit das Beherbergungsgewerbe sagt, na gut, wir zahlen freiwillig, ich glaube 5 Millionen waren damals in der Rede, denn ansonsten bekommen wir die Steuer übergestülpt. Was aber jetzt hier für ein bürokratischer Wust vorliegt, nur so kann man das nennen, daran werden wir uns nicht beteiligen, denn man wird sich damit lächerlich machen. Nehmen wir mal ein Beispiel heraus. Es kauft sich jemand ein Haus. Und dann fällt es ihm ein, jetzt möchte ich das neu gedämmt haben, ich möchte da ein neues Dach gedeckt haben, ich möchte die Elektrik neu haben. Der greift zum Hörer, ruft ein paar Handwerksfirmen an und 3 Tage später sind die Leute da, fangen an zu putzen, zu decken und reparieren die Elektrik. Und dann sagt ihnen der Vermieter, wo die Bauarbeiter unterkommen, ja, wenn ihr mir vor 6 Wochen gesagt hättet, dass ihr kommt, dann hätte ich einen Antrag stellen können, dass ihr befreit werdet. Aber da hatte der, der das Haus kauft, noch nicht mal gewusst, dass er in 6 Wochen mal Besitzer dieses Hauses sein wird. Und die Bauarbeiter aus der Leipziger oder aus der Thüringer oder aus der Brandenburger Provinz, die froh sind, dass sie den Auftrag in der Boomtown Dresden haben, die werden den Teufel tun, einen Haufen Formulare auszufüllen, um 10 Tage mal 1,30 Euro zurückzubekommen. Dazu ist denen nämlich ihre Zeit viel zu schade, ehe die sich in die ganzen Formulare hineingedacht haben. Meine Damen und Herren, nehmen wir es doch auch mal ein bisschen von der lockeren Seite. Wie ist denn das mit den Bettelbanden vom Neumarkt? Ist das nur touristischer Aufenthalt oder ist das Arbeit? Und wie ist das mit der Balkonbande? Die haben ja auch in Hotels übernachtet. Ist das Arbeit? Ist das dienstlich oder ist das touristisch? Und nächstes Frühjahr, wenn es wieder warm wird und wenn dann die Zigeunerwagen aus Rumänien und Bulgarien kommen, woher haben Sie denn das Personal, das morgens dort auf der Wiese steht und kassiert? Denn die übernachten ja auch in Zelten, in Wohnwagen, in Autos. Nein, meine Damen und Herren, diese Vorlage ist schlichter juristischer Müll. Die Beherbergungsbranche wird nicht zahlen, sie wird sich nicht einschüchtern lassen, so wie wir es vorhatten. Sie wird uns auslachen, sie wird klagen und dieses Ding wird vor Gericht zerrissen werden. Und an dem Kasper-Theater beteiligen wir uns nicht. Ja, Herr Giesling, ich möchte Ihnen gratulieren zu Ihrer Rede. Sie haben wieder mal ein altes... Man hat wieder mal eine alte Weisheit bestätigt. Der schwarze Bleidegeier muss von rechts und von links angeschossen werden, damit es das erwirkt. Heute fordern wir mal das, was Sie wollen, die Reichensteuer.
Meine Damen und Herren, das einzige Kriterium, an dem Sie den gut betuchten Touristen und auch den gut betuchten Geschäftsmann natürlich von dem Bauarbeiter, der irgendwo in der Bauarbeiterunterkunft bleibt, oder von dem, früher haben wir gesagt, Tramper, von dem jungen Leuten, die also als Studenten rumziehen und einfach die Welt kennen, von dem unterscheiden, oder von allen möglichen Leuten, die wir eigentlich gar nicht hier haben wollen. Woher man die unterscheidet, das ist einzig und allein der Höhe des Beherbergungspreises. Und deswegen, meine Damen und Herren, Rückverweisung in die Verwaltung und als Kriterium der Beherbergungspreis. Nur dort können wir die Leute rausfiltern, die wir besteuern wollen, und die Leute laufen lassen, die wir nicht besteuern wollen. Danke. Herr Zastrow, bitte. Wir sind in der zweiten Runde. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, das ist ja mal eine interessante Debatte. Lieber Herr Dr. Böhme-Korn, welche neuen zusätzlichen Leistungen für Touristen werden denn durch die Kurtaxe finanziert? Was? Nichts. Sie haben ja die Erhebung gesehen. Die Touristen nutzen einfach die städtischen Angebote nur in einem sehr überschaubaren, in einzelnen Bereichen sogar sehr, sehr niedrigen Bereich. Und eines dürfen Sie nicht vergessen, die Stadt Dresden ist Trittbrettfahrer der kulturellen Landeseinrichtungen. Die Touristen, die aus kulturellen Gründen nach Sachsen und nach Dresden kommen, nutzen in erster Linie die Landeseinrichtungen. Das wollen wir doch mal festhalten. Davon profitiert die gesamte Tourismuswirtschaft, davon profitiert vor allem die Stadt Dresden. Es sind aber nun mal nicht die städtischen Einrichtungen. Muss man zur Kenntnis nehmen. Natürlich, liebe Frau Filius-Jene, kann man auf das Prinzip Hoffnung setzen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass Sie sagen, die touristische Relevanz einer Operette steigt mit dem Gebäude. Ob das immer so stimmt, wenn ich mir auch deutschlandweit erfolgreiche Kultureinrichtungen anschaue und schaue, in welchen Gebäuden die Theater zum Teil sitzen, dann kann es nicht das Gebäude sein, sondern ist es das Programm. Wenn das Programm gut ist, geht man auch im Zweifel in die Vorstadt. Das kennen Sie aus Berlin, das kennen Sie aus München, das kennen Sie vor allem auch, wenn Sie in Europa unterwegs sind. Das alleine ist es nicht. Nur ich sage Ihnen, wo noch mal ganz genau und woher nehmen Sie die Hoffnung, dass am Ende in die Operette wirklich mehr Touristen kommen? Von alleine kommen die nicht, weil die gar nicht wissen, dass wir diese tolle Operette haben. Sie haben doch der Operette, wenn ich das gesehen habe, noch nicht mal annähernd mehr Marketingmittel zum Beispiel eingestellt. Wissen Sie, wie König der Löwen in Hamburg oder sowas, wie viel Marketingmittel die einsetzen, damit die Touristen dann nach Hamburg fahren und dort ihr Geld lassen? An das haben Sie gar nicht gedacht. Sie schaffen eine bauliche Hülle. Aber alles andere, meine Damen und Herren, muss dann noch dazukommen. Das heißt, das Fass ist noch gar nicht geschlossen. Das haben Sie bis heute nicht beachtet, meine Damen und Herren. Das sollten wir mal festhalten. Sie sprechen, Herr Dr. Böhme-Korn, dass das nach wie vor ein solider Haushalt ist. Das glaube ich eben nicht, sonst hätten wir ja zugestimmt. Weil dieser Haushalt von einer ganz typischen Sache geprägt ist. Und diese Probleme sehen wir jetzt langsam beginnend. Wir reden dann noch über die Kitas oder über den Sporteigenbetrieb. Und da setzt sich das ja weiter fort. Sie binden eine unverhältnismäßig hohe Summe, und zwar auf Dauer für zwei kulturelle Großprojekte. Das haben Sie freiwillig so getan, weil Sie es für wichtig halten. Das haben Sie nicht aus Pflicht gemacht, sondern weil Sie es so wollten. Man hätte die Operette natürlich auch anders bauen können. Wir haben ja den Vorschlag gemacht. Man hätte auch den Kulturpalast im Übrigen anders machen können. Man hätte auch das, was wir vorgeschlagen haben, beides nacheinander machen können. Sie haben aber hier entschieden, zwei kulturelle Großprojekte mit so einem enormen Aufwand, der am Ende natürlich noch nicht alles ist, das wird ja noch mehr werden, das wissen wir ja alle, darin die finanziellen Mittel zu bitten. Und das führt dazu, dass Sie jetzt Defizite haben. Das fängt doch erst an. Das werden Sie am Ende nicht decken können. Wir werden in nächster Zeit noch über andere Dinge sprechen können. Und wenn die Konjunktur irgendwann mal nicht so läuft wie jetzt, dann werden die Lücken ganz schnell viel, viel größer. Wir haben doch jetzt schon zu wenig für Straßen drin, für Schulen, für Kitas, für den Sport. Das kann man weiter fortsetzen. Und Sie haben überhaupt nicht mehr die Flexibilität, weil Sie genau in diese Projekte investieren, um am Ende reagieren zu können. Genau deswegen ist das aus unserer Sicht eben genau die falsche Weichenstellung. Die Stadt Dresden ist noch lange nicht so reich, dass sie zwei so große Kulturprojekte in der besten Ausbaustufe sich auf einmal leisten kann. Frau Filius-Jene, Ihre Position verstehe ich. Die nehme ich Ihnen noch gar nicht übel, genauso wie ich die Position der SPD verstehe, weil Sie keine Scheu vor Steuererhöhung haben. Für Sie ist das ein ganz normales Mittel. Ich verstehe die Union nicht.
muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, auch wenn ich nach Berlin schaue, kann ich jetzt als Externer ja gerne tun, deswegen erlaube ich mir auch den Blick, das verstehe ich eben nicht, dass Zahlen, genau das ist das Problem. Genau deswegen lehnen wir auch die Kurtaxe ab, weil wir sie überhaupt nicht nötig haben. Ob die Tourismuswirtschaft darunter ganz groß leidet und die Touristen wegbleiben, weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber eins wissen Sie selbst, wenn Sie mit Touristikern sprechen. Wir haben das Problem mit den niedrigen Zimmerpreisen, wir haben das Problem auch in der Gastronomie, wir haben das Problem bei den Taxiunternehmen, wir haben das Problem bei den Omnibusunternehmen und spätestens die Hostels haben im Wettbewerb in Deutschland natürlich ein Problem. Und wenn wir auch darüber reden wollen, dass wir zum Beispiel mehr Spielräume für höhere Löhne in der Tourismuswirtschaft schaffen sollen, dann gewiss nicht dadurch, dass wir die Tourismuswirtschaft und die Touristen neu belasten. Aber das ist genau der falsche Weg und das machen Sie hier politisch und das ist genau das, was wir nicht wollen. Deswegen lehnen wir als FDP die Kurtaxe natürlich ab. Dankeschön. Für die Fraktion Die Linke, Herr Schollbach, bitte. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, Herr Zastrow, Sie haben gerade das Lied gesungen, das die FDP geradewegs in den Abgrund geführt hat. Singen Sie es weiter, und zwar laut und deutlich, da haben Sie unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, die Linke ist der Auffassung, dass zur Finanzierung unseres Gemeinwesens durchaus die Touristinnen und Touristen ihren Beitrag leisten können und sollen. Wer es sich leisten kann, eine Reise, eine Städtereise zu unternehmen, der hat auch die 1-2 Euro pro Nacht hier als Beitrag zu leisten. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das haben wir immer so gesagt. Und ich will noch mal begründen, warum wir gleichwohl diese Vorlage ablehnen. Wir sind der Überzeugung, dass diese Vorlage eine Sackgasse ist, eine Sackgasse, die die Landeshauptstadt Dresden teuer zu stehen kommen wird. Ich prophezeie Ihnen, wir werden mit der Kurtaxe keinen einzigen Euro einnehmen, aber horrende Kosten für Rechtsstreitigkeiten aufbringen müssen. Wie komme ich zu dem Ergebnis? Die Landeshauptstadt Dresden hat vor 1,5 Jahren ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Ein Rechtsgutachten bei der renommierten Kanzlei Eisenmann, Wahle und Birk. Und dieses Rechtsgutachten ist zu einem deutlichen Ergebnis gekommen. Die Kollegen, insbesondere Professor Birk, hat eine ganz klare Einschätzung getroffen. Es gibt von den 3 Möglichkeiten, Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe und Bettensteuer, nur eine, die wirklich rechtssicher ist. Und das ist die Bettensteuer. Und das ist nicht nur eine Einschätzung dieser Kanzlei, sondern exakt die Bettensteuer, die Übernachtungssteuer, die war Gegenstand eines Rechtsstreites, der bis zum Bundesverwaltungsgericht hochgegangen ist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat am 11. Juli 2012 entschieden, dass die Übernachtungssteuer eine örtliche Aufwandssteuer darstellt und mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Diese Steuer hat vom Bundesverwaltungsgericht höchstrichterlich den Stempel erhalten, mit dem Recht vereinbar. Und jetzt frage ich mich, wenn wir einen solch sicheren Weg haben, warum beschreiten wir ihn denn nicht längst? Warum erheben wir denn nicht eine Übernachtungssteuer und lassen die Einnahmen hier fließen, wo wir wissen, dass sie sicher sind? Und ich will es Ihnen sagen, es ist doch ganz klar, die CDU war es, die jahrelang jedwede Erhebungen rundheraus abgelehnt hat. Und dann kam der Anfang des laufenden Jahres. Es fand sich eine Haushaltskoalition. Man musste sich irgendwie den Haushalt zurechtrechnen. Man musste irgendwie Einnahmen da reinschreiben. Nun war aber das Problem, die CDU will doch eigentlich diese Einnahmen gar nicht. Also hat sie sich was überlegt. Die CDU hat gesagt, wir beschließen eine Kurtaxe, weil wir wissen ja genau, in Wahrheit
fließen die Einnahmen gar nicht. In Wahrheit werden die gar nicht belastet. Aber wir haben unsere Ruhe und die Zustimmung von SPD und Grünen zum Haushalt. Genauso, meine Damen und Herren, ist es gewesen. Und da schauen wir uns doch noch mal an, warum diese Kurtaxe nicht funktioniert. Und ich will auch noch einen letzten Satz sagen zur Bettensteuer. Da wird ja hier immer erzählt, das Ministerium, das wolle das nicht. Lieber Kollege Böhmekorn, Dr. Böhmekorn, auch im Freistaat Sachsen haben wir noch die Gewaltenteilung. Und da ist es völlig unerheblich, was ein Ministerium sagt, was es davon hält, wie die Übernachtungssteuer so zu beurteilen soll. Entscheidend ist, was das sächsische Oberverwaltungsgericht dazu sagen würde. Und was das dazu sagen würde, ist klar nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11. Juli 2012. Jetzt noch mal was zur Kurtaxe, einige wenige Worte. Der Gesetzgeber hat dazu ganz klar gesagt, in 34 Absatz 1 Kommunalabgabengesetz, Kurorte, Erholungsorte und sonstige Fremdenverkehrsgemeinden können Abgaben erheben. Kurorte, Erholungsorte, sonstige Fremdenverkehrsgemeinden. Der Gesetzgeber hatte mit Sicherheit nicht die Landeshauptstadt Dresden, eine Großstadt, vor Augen, als er diesen Dreiklang formuliert hat. Und in Absatz 2 spricht der Gesetzgeber auch ganz klar von einer Gegenleistung. Frau Oberbürgermeisterin, gestatten Sie mir bitte noch zwei Sätze, dann muss ich mich nicht nochmal melden. Er spricht von einer Gegenleistung. Die Oberbürgermeisterin hat hier etwas verbrämt in ihrer Vorlage geschrieben dazu. Diese Formulierung könnte dahingehend ausgelegt werden müssen, dass den Kurtaxzahlenden Besuchern Rabatte beim Besuch von Einrichtungen zu gewähren sind. Ich bin mir sehr sicher, die Gerichte, die Verwaltungsgerichte, die werden uns hier ganz klar aufschreiben in ihren Urteilen, dass da Gegenleistungen zu gewähren sind. Und deswegen lassen Sie uns diese Sackgasse nicht weiter beschreiten, sondern einen rechtssicheren Weg gehen. Der rechtssichere Weg ist die Übernachtungssteuer und nicht die Kurtaxe, die nur zu hohen Kosten vor Gericht führt, aber nicht zu Einnahmen für die Stadt Dresden. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, der nächste Redner, Herr Dr. Böhmekorn, dann Herr Dr. Lamet. Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich das Thema nicht aufblähen, aber als Herr Scholbach Ihren verworrenen Gedankengängen zu folgen, das gehört wirklich zu den letzten großen Abenteuern, die wir hier haben. Das muss man wirklich mal sagen. Und es ist ja so, Herr Scholbach, die Grundlage, die Rechtsgrundlage für die Erhebung dieser Kurtaxe ist natürlich ein sächsisches Gesetz. Ein sächsisches Gesetz. Und das hat nichts mit Urteilen zu tun, die in irgendwelchen anderen Bundesländern vertan sind. Die haben aber nicht über ein sächsisches Gesetz befunden. Die Grundlage, die Rechtsgrundlage, das wissen Sie so gut wie ich, ist ein sächsisches Gesetz, das Kommunalabgabengesetz. Und das zählt die Möglichkeiten zur Einnahmeerhebung abschließend ab. Und da gehört die Bettensteuer eben gerade nicht dazu. Nun kann man ja, hat Dr. Lames früher mal gesagt, bezweifeln, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das kann man bezweifeln. Aber es würde ein Rechtsstreit sein, der über mehrere Jahre durch uns als Kommune geführt werden müsste. Denn das Erste, was passieren würde, würde natürlich unser Beschluss als rechtswidrig dort praktisch gestrichen werden. Wir müssten klagen und so weiter und so fort. Wir hätten also mit Sicherheit 3, 4, 5 Jahre keine Rechtssicherheit, während die Kurtaxe explizit geregelt ist und rechtssicher ist, soweit man das vor einem Urteil des Verwaltungsgerichts tatsächlich oder Oberverwaltungsgerichts tatsächlich sagen kann. Letzte Sicherheit haben wir nicht. Herr Professor Bürg saß immer mit am Tisch. Er hat das so, wie es ist, auch ausdrücklich gebilligt und für richtig befunden. Und deshalb sind wir dort ganz sicher. Und dann nochmal, was die Frage der Abzocke betrifft. Ich sage es nochmal, und das ist doch wirklich ein einfacher Gedanke. Es ist immer so, wenn man eine Leistung anbietet, da wird man zunächst erstmal den heranziehen, der diese Leistung in Anspruch nimmt, der diese Leistung genießt. Das ist die Schwimmbäder, das bei Schwimmbädern so und das auch bei Kultureinrichtungen so. Und bei vielen Kultureinrichtungen wird eben durch den Nutzer nicht vollständig diese Leistung erbracht, sondern der Dresdner buttert dort über den Haushalt kräftig zu. Das nutzen aber auch andere als Dresdner.
und wir bitten Sie einfach, einen kleinen Obolus zur Deckung dieses Fehlbetrages zu leisten. Das ist systematisch, hundertprozentig richtig und genau. Und als letzten und dritten Gedanken noch, ich bedauere es ein bisschen, dass insgesamt das Bewusstsein verloren gegangen ist, dass man unabhängig davon, was man woanders ausgibt, was man einnimmt und so weiter, wenn ich ein Brötchen kaufe, wenn ich ein Auto kaufe, wenn ich ein Ticket für Schwimmbad kaufe, eigentlich immer dasselbe bezahlen muss, einfach weil die Gegenleistung dieselbe ist. Ich kann nicht nach Belieben sagen, weil der dort mehr verdient, nehme ich für dieselbe Leistung das Dreifache. Das hat nichts mit einer ordnungsgemäß geführten Gesellschaft, mit Marktwirtschaft zu tun. Das kommt oft von der linken Ecke. Aber das ist auch nicht richtig. Für eine konkrete, bestimmte Leistung, ob das ein Auto ist, ob das ein Mittagessen ist oder ein Würstchen, wird eben ein konkreter, bestimmter Betrag genommen. Und das ist völlig unabhängig davon, was der Mann verdient und was er nicht verdient. Und so ist es auch richtig in unserer Marktwirtschaft. Daran muss sich auch die linke Seite mal gewöhnen. Die Bettensteuer ist, wenn sie dann gestaffelt angewendet würde, entspricht diesem Prinzip nicht. Die Kurtaxe entspricht dem Prinzip, wir entlasten die unter 18-Jährige und sonst zahlt jeder dasselbe, weil er ja auch jeder dieselbe Möglichkeit hat. Es geht nämlich um Möglichkeiten, die Leistung in Anspruch zu nehmen und nicht um die Leistung in Anspruchnahme. Jeder hat dieselbe Möglichkeit, deshalb zahlt er jeder dasselbe. Und insofern ist das eine wirklich gute Möglichkeit, hier unsere touristischen Einrichtungen ein bisschen auch von Fremden mitfinanzieren zu lassen. Und wir gehen es doch einfach mal an. Und wir warten alle gespannt auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Und dann werden wir uns sicherlich in diesem Kreise wieder zu dem Thema sprechen. So, Herr Dr. Lames, bitte. Ja, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, lieber Herr Scholbach, das Politikmachen und politische Entscheiden ist eben auch was anderes als das juristische Proseminar, wo man vielleicht freischöpferisch zu Auffassungen kommen kann und vertritt die dann ganz munter. Ich sage noch mal ganz deutlich, wenn wir jetzt heute eine Bettensteuer beschließen würden, dann würden wir von der Kommunalaufsicht eine Beanstandung bekommen. Diese wäre sofort vollziehbar im Zweifel und wir würden erstmal gar keinen Cent einnehmen. Wir würden dagegen klagen und würden in anderthalb bis zwei Jahren möglicherweise einen Termin beim Verwaltungsgericht bekommen. Und dann würden wir vielleicht in weiterem ein bis zwei Jahren einen Termin beim Oberverwaltungsgericht bekommen. Und dann hätten wir in ungefähr vier Jahren Klarheit, ob die Bettensteuer geht oder nicht. Das ist richtig. Ja, denn das hat nicht die Staatsregierung zu bestimmen, sondern in Auslegung der Gesetze am Ende die Justiz. Und auf der anderen Seite gibt es den rechtlich zumindest vertretbaren Weg, dass man sagt, wir machen eine Kurtaxe, wir legen das Gesetz so aus, dass wir eine sonstige Fremdenverkehrsgemeinde sind, dass es dieser Gegenleistung nicht bedarf und so weiter und so weiter. Und dagegen gibt es ein wunderbares Kontrollinstrument, auch ganz pragmatisch gesprochen. Das ist nämlich die Normenkontrollklage nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung. Und die geht gleich zum Oberverwaltungsgericht. Und da gibt es einen einstweiligen Rechtsschutz, der möglicherweise auch von den Betroffenen ergriffen werden wird, sodass man ganz zuversichtlich sein kann, dass wir im nächsten Jahr rechtliche Klarheit bekommen, ob wir diesen Weg gehen können oder nicht. Vertretbar ist er allemal. Die Verwaltung hat sich Mühe gegeben, die Dinge korrekt abzuarbeiten, die als Bedenken bestehen. Und niemand kann genau sagen, wie das ausgeht. Und die drei Richter im zuständigen Senat des Oberverwaltungsgerichts wissen wahrscheinlich jetzt auch noch nicht, wie es ausgeht, sondern sie werden das nach intensiver Prüfung tun. Aber die sollten wir ermöglichen und dann Klarheit schaffen. Eins ist jedenfalls klar, und da freue ich mich über den Konsens, den wir da haben. Diese Abgabe zu erheben, ist maßvoll, aber auch sachgerecht für die Landeshauptstadt Dresden. So, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen bitte ich um Aufmerksamkeit zur Abstimmung. Wir haben hier drei Anträge, die ich gerne abstimmen lassen würde. Zunächst ein Geschäftsordnungsantrag der Fraktion Die Linke.
Vertagung der Vorlage, bis die Verwaltung einen Vorschlag macht, der die den Touristen zu gewährenden Gegenleistungen beinhaltet. So lautet der Antrag. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dreiundzwanzig Stimmen dafür, 53 waren dagegen. Bei keiner Enthaltung ist der Antrag abgelehnt. Ich komme zum nächsten vorliegenden Geschäftsordnungsantrag von Herrn Green. Der lautet, die Vorlage wird an die Verwaltung zurückverwiesen mit der Maßgabe, einen veränderten Entwurf vorzulegen, in dem die Höhe des Übernachtungsgeldes das zentrale Kriterium für die Erhebung oder Befreiung von der Kurtaxe ist. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die Mehrheit dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und ich komme zum Ergänzungsantrag der Fraktionen Bündnis 90 Grüne, CDU-Fraktion und SPD-Fraktion. Liegt der eigentlich Ihnen vor? Muss ich nochmal vorlesen. Gut. Und zwar wird hier gebeten zu ergänzen. A. Die Gespräche mit den Vertretern der am touristischen Stadtmarketing interessierten Branchen intensiv fortzuführen. Sie hatten es, glaube ich, auch ausgeführt, Frau Filosene. Und B. Vorschläge zu unterbreiten, auf welche Weise die Stadt ein intensiviertes Stadtmarketing unterstützen kann. Dabei ist auch darzustellen, inwieweit die Verwendung der im Doppelhaushalt 13/14 vorgesehenen zusätzlichen Mittel für die DMG sachgerecht wäre. Wer möchte diesem Antrag seine Zustimmung geben? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Neununddreißig haben mit Ja gestimmt, 6 Nein-Stimmen bei 20 Enthaltungen ist dem Antrag mehrheitlich so zugestimmt. So, ich lasse jetzt in dieser geänderten Fassung auf Basis der vorliegenden Beschlussempfehlung abstimmen. Wer dieser seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Neununddreißig haben mit Ja gestimmt, bei 26 Nein-Stimmen mehrheitlich so zugestimmt.